Vertreter der IHK Reutlingen und der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Dr. Hans-Ulrich Rühlke haben sich zu einem Wirtschaftsgespräch getroffen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Schulsystem des Bundeslandes. Anders als oft behauptet, sei die FDP nicht der letzte Mohikaner des dreigliedrigen Schulsystems. Vielmehr stehe sie für ein vielgliedriges, differenziertes Schulsystem. Allerdings sei es ein Irrweg, alle Schüler aufs Abitur hinführen zu wollen. Dies sei eine Katastrophe fürs Handwerk, so Rühlke. Man müsse Realschulen und duale Ausbildungen erhalten. Das System Gemeinschaftsschule wolle man im Falle eines Wahlsieges zwar nicht abschaffen, dafür aber auch nicht weiter verbreiten.